Ewiger Zank und zermürbende Grabenkämpfe. Das hält auf Dauer keine Beziehung aus. Wie eine gute Streitkultur aussieht, erfahrt ihr hier. Erstens. Streiten muss man lernen. Meist geschieht das in der Kindheit durch die Rangeleien mit Geschwistern und Freunden. So lernt man, selbst zu wissen, was man will, aber auch zu akzeptieren, dass der andere eben auch Wünsche hat. Zweitens. Um fair zu streiten, braucht es auch innere Stärke, um sich Konflikten offen stellen zu können. Wer immer den Partner angreift, sollte sich fragen, ob das Problem nicht in Wahrheit in einem selbst steckt. Drittens. Beide Partner müssen lernen, sachlich zu streiten. Unumgängliche Kritik am besten in Ich-Botschaften formulieren, statt in Anklagen. Ich fühle mich überlastet, ist einfacher anzunehmen als die Anklage, nie hilfst du mir. Viertens. Man muss Streitigkeiten begrenzen. Will heißen, immer nur um einen Punkt streiten und nicht seinem Partner alles an den Kopf werfen, was einen schon immer gestört hat. Fünftens. Im Laufe eines Streits müssen sich beide auch einigen können und einen Schlussstrich ziehen. Und gut streiten bedeutet auch, dass man sich wieder versöhnen kann. Sechstens. Egal wie ernst das Thema ist, Streit und Zank dürfen nie das Wichtigste in einer Partnerschaft werden.